Ich begrüße dich herzlich auf meinem Handarbeitskanal She Floor Fool. Heute ist Freitag, da gibt es bei mir auf meinem Kanal She Floor Fool den Freitagsplausch. An allen anderen Tagen häkeln, stricken oder spinnen wir. Und weil ich nämlich einen Garten habe, aber dieses Jahr ist bestimmt bei euch auch so schlimm, die Schnecken, die fressen ja eigentlich alles ab, sodass man sich andere Sachen ausdenken muss. Und das ist, habt ihr bestimmt heute schon gelesen. Wir kochen ein japanisches Gericht. Ich muss noch sagen, Achtung Werbung, denn ich nenne hier Firmennamen und das kannst du als Werbung verstehen. Ich muss das aber, weil ich mit dir ein super leckeres Gericht kochen möchte. Und jetzt geht's los. Im Lidl habe ich mir ein ganzes Hühnchen gekauft. Ihr seht hier nur noch die Verpackung, damit ihr wisst, was ich meine. Ja, ich habe die Beine. Ihr seht das hier. Ich habe die Beine abgeschnitten, die Brüste und die Flügel, weil das als extra Mittagessen gibt, was wir heute machen. Ein ganzes Hühnchen besteht aber nicht nur aus Beinen, sondern auch aus der Karkasse. Die Karkasse, manche kennen das, das nennt man so das Gerippe. Das gab es gestern bei uns, das habe ich ausgekocht mit Nudeln, dann den Sud verfeinert und von der Karkasse das Hühnchenfleisch abgemacht und praktisch eine leckere Suppe gemacht. Meine Kinder wollten bloß diesmal Möhren dran. Da habe ich mir eine Büchse Möhren gekauft. Super schnell und einfach. Und jetzt kochen wir praktisch unser japanisches Gericht. Es gab im Lidl diese Nudeln. Ich hole euch mal eins raus. So sieht das dann aus. Das ist immer eine Portion. Es sind 4 Portionen drin praktisch. Und das ist mit Buchweizen. Ich zeige es euch mal ganz nah. Deswegen auch diese braune Färbung. Nicht nur Getreide, sondern Buchweizen ist da drin. Und ich habe mir auch diese Mischung geholt. Die gibt es meines Wissens nur im Lidl. Da sind auch diese Shiitake-Pilze drin. Oh, die mag ich ja so sehr gerne. Und dann auch noch anderes Gemüse. Und bei der Aktion, Asien-Aktion, sage ich mal, gab es auch noch dieses Zitronengras als Paste. Wenn du das immer wieder schön zuschraubst, dann hält das ein halbes Jahr im Kühlschrank. Immer schön in den Kühlschrank zurück. Ich nehme davon meistens einen kleinen Teelöffel voll. Und ich kann ja nicht mehr scharf essen. Viele von euch wissen das. Ich war ja zur OP im Krankenhaus und da hat man mir ja die Galle rausgemacht. Ich esse ja so wahnsinnig gern scharf. Also wer Sambal Oleg oder so möchte, kann auch gerne Sambal Oleg nehmen oder Piri Piris oder irgendwie eine andere Schärfe. Das ist ja dann euch überlassen, was du gerne an scharf magst. Wenn nicht, könntest du dir auch gern mal diese Zitronengraspaste kaufen. Wir können es auch mal aufmachen. Geh mal mit dem Finger hier rein. Das ist dann so eine Paste. Ich habe das jetzt mal gekostet für euch. Lecker. Ja. Das Zitronengras wird geschnitten und dann kommt dieses Gel rundherum. Wir schauen mal, was alles drin ist. Gemahlenes Zitronengras. Ja, das schmeckt mal. Wasser, Reisessig, Zucker, Salz, Verdickungsmittel, Xanthan, Säure, Emulgator, Zitronensäure und so weiter und so fort. Hier steht dann auch noch, zu was du es auch machen kannst. In Gerichte, Getränke, Liköre, Desserte, schmeckt super, hervorragend. Und auch Zusatz in den Tee. Oh, das ist ja interessant. Oder eine Kombination mit Kokosöl, Milch und Reis. Ja, das ist echt super lecker. Also. Und dann habe ich mir das noch mitgebracht, weil ich möchte das gern ein bisschen süß-sauer. Ja.
los geht's. Ich habe jetzt mein Hühnchen scharf angebraten. Das kommt jetzt in so eine Glasschüssel. Du kannst auch gern was anderes nehmen, was du immer nimmst, um es in den Backofen zu schieben. Ich tue das dann immer schön hier rein. Alles schön hier rein. So, schwupps. Das habe ich auf der Hautseite angebraten, das seht ihr. Und dann rumgedreht und noch mal ein bisschen weiter braten lassen. Und dann, was ich auch noch immer schön finde, einfach die Folie drüber, dann gart es im eigenen Saft. Einfach so drüber und dann im Backofen geschoben. Und dann gart das jetzt und du kannst dich oder ich jetzt in der Zeit um den Rest des Menüs kümmern. Ich habe Ober-Unterhitze eingestellt, 200 Grad. Wie immer schreibe ich euch alles drunter. Jetzt kommt diese Mischung in die gleiche Pfanne. Dann hast du den Geschmack von dem Hühnchen schon. So, ich habe das jetzt einfach alles mal ausgeschüttet. Da könnt ihr euch das mal angucken, was hier alles drin ist. Das sind ja Prinzessbohnen, bisschen Kohlrabi, Lauch, Erbsen, Möhren. Hier sind diese Shiitake-Pilze, die sind auch richtig schön tiefgefroren. Was haben wir noch? Sprossen. Wenn dir das nicht reicht, du siehst zwar hier ganz schön viele, ich hole mal ein paar raus. Manche mögen aber auch noch andere Sachen. Hier haben wir noch Bambus. Hier sind noch andere Pilze. Also die Mischung ist super wunderschön. Ich mag die sehr und in der Pfanne kriegt es jetzt praktisch diesen Geschmack. Du lässt das jetzt 10 Minuten auf der höchsten Stufe am besten mit Deckel drauf. Öl ist ja schon drinne. Wenn du das nicht so machst, dann bitte nimm immer 3 oder 4 Löffel Esslöffel Öl. So, jetzt können wir uns ganz in Ruhe um die Nudeln kümmern. Du siehst hier 3 Minuten Kochzeit. Also wenn du das Wasser jetzt aufstellst, ist es dann, wenn alles fast gut ist, die Nudeln noch mal 3 Minuten ins Wasser, wenn das richtig sprudelnd kocht. Und dann geht's weiter. Ich koche das immer auf höchster Stufe mit Deckel offen. Schön Salz rein und dann geht's los. Also beim Salz im Wasser streiten sich ja die Geister, vorher reinmachen oder erst wenn es kocht. Also es ist zum Beispiel wissenschaftlich erwiesen, wenn das Wasser kocht, dann erst Salz reinzumachen, kocht das Wasser schneller. Wenn du das vorher reinmachst, ist der Siedepunkt höher. Siedepunkt heißt ja, Salzwasser kommt später zum Kochen wie normales Wasser. Also ich mache das auch so, ich mache einen Deckel drauf, lasse das Wasser erstmal schön kochen. Mit Deckel drauf bleibt ja auch mehr Wärme drin, wie ohne Deckel. Ja, und wenn das kocht, Salz rein und die Nudeln rein. Und hier habe ich auch noch geschaut, wie die Japaner ihre Nudeln kochen. Manche sagen ja auch, ich mache Öl ins Wasser noch zum Kochen. Die Japaner machen das nicht, es steht bei keinem Gericht da steht immer nur, geben Sie Salz ins Wasser, aber nicht Öl oder irgendwas anderes. Deswegen lasse ich auch das Kurkuma diesmal weg, weil ich mache manchmal in meine Nudeln auch noch einen Teelöffel Kurkuma. Aber das lasse ich auch an dieser Stelle weg. Und wenn das dann kocht, lege ich dann die Portion einfach rein. Ich finde das toll mit diesen kleinen Schleifchen drumherum. Das kann man dann so abmachen. Das ist einfach nur Butterbrotpapier oder irgendein anderes ganz zartes Papierchen. Ich habe auch gerade mal gelesen, hier hinten steht das auch so drin, gesalzenes Wasser geben, ca. 1 Liter. Und dann 100 Gramm von den Nudeln dazu. Ich habe einen großen Topf, ich habe ungefähr 1,5, knapp 2 Liter Wasser genommen. Ja, und dann runterstellen, auf kleiner Flamme weiter kochen und gelegentlich umrühren. Gewünschte Bissfestigkeit erreicht, bitte herausnehmen. Guten Appetit. Ja, das ist doch super.
Ich werde das dann auch so machen. Ich stelle das dann kleiner. Ich weiß nicht. Ich probiere das einfach diesmal. Ich schreibe euch das drunter. Ich stelle einfach aus, weil das hat bestimmt genug Bums, Hitze. Ja, und deswegen, ich stelle ja vieles aus. Und zum Beispiel im Backofen mache ich das auch. Und du hast dann auch auf alle Fälle noch 10 Minuten die gleiche Wärme wie ohne weiterheizen. Und auf der Platte habe ich das auch schon gehabt. Ich habe die Milch ausgestellt und musste ganz schnell runternehmen, weil nach 2-3 Minuten hätte sonst die Milch übergekocht. Also da ist wahrscheinlich auf der Platte, ich habe ein Ceran-Kochfeld, genauso. Dass man das dann einfach ausmacht. Ich gucke jetzt immer mal rüber. Es fängt schon an zu dampfen. Dann mache ich jetzt gleich die Nudeln rein. Und ich muss zwischendurch auch immer noch mal dieses Gemüse umdrehen. Das mache ich jetzt einfach mal schnell. Ich habe mir gedacht, ihr wollt das jetzt sehen. Wir haben ja jetzt ungefähr ein paar Minuten miteinander gequatscht. Und seht, das ist schon fast durch. Also umrühren, Deckel drauf und noch einmal weiter braten lassen. Oder das ist ja hier, wenn der Deckel drauf ist, durch die Hitze dünstet das ja einfach weiter. Gut, ein großer Blumenkohl in dem Ganzen. Einer durch 5 Leute ist dann auch ein bisschen. Vielleicht nimmt man sich dann einfach noch ein bisschen Blumenkohl oder so dazu. Manchmal, also ich habe das jetzt nicht da. Ich habe sonst das immer in einer Extrapackung Blumenkohl und Brokkoli. Aber sowas habe ich jetzt nicht da. Aber wer das möchte, ich schreibe euch das natürlich auch mit unten rein. Da könnt ihr das wunderschön durchlesen. So, jetzt muss ich das ganz schnell wieder drauf tun. Hier ist mal ein Shiitake-Pilz. Also der ist schon kochheiß. Trotzdem würde ich den noch nicht probieren. Was hatten wir denn noch? Wir hatten da noch einen anderen Pilz, die hellen. Das sind wahrscheinlich gar keine Pilze, sondern irgendwelche Gemüse. Vielleicht Chinakohl. Ich werde mir gleich nochmal die Düte holen und werde es nochmal für euch lesen. So, aber erstmal stelle ich das wieder drauf. Also, ich hatte ja gesagt, ich hole euch das nochmal raus. Hier steht nur 81% Gemüsemischung mit Mungobohnenkeimlinge. Das sind die langen Sprossen. Moerpilze und Champignons. Also doch, sind doch 2 Sorten drin. Verfeinert mit kandierten Ingwer, gewürzt und tiefgefroren. Karottenlauch, Weißkohl, Erbsen, Romana-Bohnen, Mungobohnenkeimlinge, Blumenkohl, diese Pilze, Paprika, oranger Paprika ist drin, okay. Champignons, 4% unpflanzliches Fett, Palmöl, Kokosöl, dann soll Sojasauce noch mit drin sein. 1% kandierter Ingwer, Zucker, Speisesalz, Raps, Salz, Rapsöl, kann Spuren von Gerste, Milch und Sellerie enthalten. Also wer dagegen allergisch ist, tut mir leid, ihr könnt das dann nicht kaufen. Schneidet es euch selber. Ihr habt ja jetzt gehört, was alles drin ist. Ich schreibe es natürlich euch auch unten mit rein. Hier ist sogar Pfanne und das, ja. So, jetzt haben wir genug gequatscht. Die 3 Minuten sind um für unsere Nudeln. Ich hole die mal raus. Ich zeige die euch jetzt einfach mal. So, und so sieht das jetzt aus. Ich hatte es ausgestellt und die sind weich. Riechen anders wie normale Nudeln. Ihr seht ja jetzt nur den Dampf, aber ich kann das riechen. Wer selber Nudeln macht, da gibt es ja auch richtig tolle Rezepte mit nur Buchweizen. Und das ist ja gemischt mit normalen Getreide. Ja, ich werde das jetzt in die Pfanne mitgeben. Und auch die Soße. Ich zeige es euch einfach gleich mal. So, und dann einfach die Nudeln abtropfen lassen und hier mit rein. Geben. So, manchmal mache ich das auch selber. Da kaufe ich mir eine Büchse Pfirsiche und dann
Tortenguss einfach an diese Pfirsichsud und dann die Pfirsiche klein geschnitten. Und ja, so mache ich das manchmal auch selber. Aber heute muss es mal schnell gehen. Heute mache ich das mal nicht selber. Und ihr seht einfach hier die Nudeln und alles umrühren. Und das wird richtig mega lecker. Also wirklich richtig mega. Ich lasse das jetzt noch ein bisschen mit Deckel drauf stehen. Und hier mache ich auch noch ein paar bisschen Wasser rein und spüle das aus. Ich mache einen Teelöffel von dieser Zitronenpaste dran. Ich schreibe euch drunter, ob das ausreicht. Das ist ja ungefähr für fünf Personen, ist ja die große Pfanne voll. Ich denke mal, für zwei Personen wird es echt viel. Drei, ja, könnte es auch, drei könnten das auch aufessen. Ich esse ja nicht mehr so viel. Mein Simon ist ja auch 9, der isst ja auch noch nicht so viel. So, ich mache das mal drauf und ich werde euch auf alle Fälle drunter schreiben, was die anderen dazu gesagt haben, zu dem Geschmack mit einem Teelöffel Zitronengraspaste. Ich stelle das jetzt nochmal drauf, mache einen Deckel drauf und lasse es einfach nochmal 3-4 Minuten durchziehen, so jetzt. So, ganz großzügig kommt der Löffel dran. Gut, noch ein bisschen mehr. Und dann werde ich das einfach mit zwei Gabeln durchrühren. So. Und ihr seht schon, hier drüben hat sich schon echt, wenn ihr das riechen könntet. Oh, das duftet aber jetzt richtig lecker. Kennt ihr das, wenn ihr reinkommt in so ein chinesisches Restaurant oder in so ein japanisches? Oh, genau so riecht das jetzt. Ja, der Geruch hat nämlich vorher gefehlt. Wer möchte, kann auch gerne noch Sojasauce dran machen. Oder irgendeine andere Sachen. Ihr könnt ja mal gerne drunter schreiben, was ihr gerne dran macht. Oder wenn ihr das nachmacht, wie es euch geschmeckt hat. Und jetzt stelle ich das nochmal drauf. Ich hatte ja gesagt, ich lasse nochmal so 3-4 Minuten nachziehen. So, jetzt ist es nochmal durchgezogen. Ich nehme mir dann so einen Fleischspieß. Wartet, ich mache es nochmal ab, damit ihr das seht. Also wirklich so eine Gabel mit zwei so. Und dann kann man das hier richtig schön aufwickeln. Und dann kannst du das richtig schön hier anrichten. Ja, ich zeige es euch gleich nochmal richtig. Also am besten so schräg reingehen. Bisschen mehr erwischen. Und dann so aufdrehen. Und dann kann das hier drauf. So richtig toll. Ups, ist vorher schon abgegangen. Das macht gar nichts. Schmecken soll's. So, ich mache noch ein bisschen weiter. So, und ich wische dann immer so ein bisschen den Teller ab. In der Spitzengastronomie siehst du das auch so. Ja, und dazu kommt jetzt noch, ich nehme dann noch mal einen Löffel und mache dann hier noch so schön überall Gemüse drauf. Dadurch, dass du ja die Nudeln eindrehst, bleibt ja irgendwo dann das Gemüse übrig. Lecker, oder? Richtig schön hier anrichten. Vielleicht finde ich noch den Blumenkohl. Das sieht ja toll aus jetzt. Blumenkohl mit Shiitake-Pilz. So, und dann kommt noch unser Hühnchen. Das hole ich jetzt erstmal aus dem Backofen. Das war jetzt 20 Minuten bei 200 Grad drinne. Und zum Finish mache ich immer ein bisschen Honig noch drüber. So. Durch die Wärme wird er jetzt richtig schön flüssig. Und ein bisschen Zitronengraspaste. Ich habe mir jetzt wirklich nur so eine kleine Menge genommen. Und die rühre ich dann hier so drüber weg. Schmiere. So. Oh, ich denke, das ist super lecker.
Und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Und an dieser Stelle wünsche ich euch allen immer und dir auch ein wunderschönes Wochenende. Guten Appetit, eure Nicole von Sheep Love Wool.